Warum nicht gleich so? Nö, ey. Also wird da nix. Nummer 1. Ach, so knapp. Hä? Oh, hat er einen Millimeter verfehlt. Voll ins Auge. Armer T-Rex. Ist anscheinend doch geklappt. Nur zurückkommen wir nicht. Dann gehen wir mal weiter. Da ist das Zahnrad, was wir brauchen. Und
Das wird wohl eine Tür sein, oder? Nee. War keine Tür. Müssen wir einen anderen Weg zurückfinden. Hopp, 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 hopp. Muss er drauf. So. Jetzt bin ich hier oben. Da ging's auch hoch. Na, jetzt können wir hier einmal rum. Sind wir wieder hier. Nur oberhalb. Hier saß ich wohl auch, glaube ich auch, mehrere Minuten, um überhaupt den Weg hier zu finden. Beim ersten Mal. So. Hält alles. Da ist was. Oh. Artefakt. Nein. Ach, verdammt. Artefakt hat da gespeichert. Brauche ich diesen Weg nicht mehr gehen.
Hoch. So. Geschafft. Jetzt musste ich dahin kommen, wo sie diesen komischen Weg zurückgeben. Fühl mich irgendwie so leer, als hätte ich was vergessen. Den ganzen Weg nur für T-Rex und Zahnrad. Das war irgendwie falsch. Festhalten. Irgendwas ist hier doch. Wieder hier. So, hier war der Bär, den die PlayStation 1 Spieler so feiern. Das ist für die Quote. Und jetzt geht's wieder raus. So. Wo war das nochmal? Das war einen drüber. Na. Na, wir warten. Dann schiebt sich beim Wasserfall, was man ja jetzt schon erkennt, der Weg. Dann ist er begehbar. War so unerwartet.
nach knapp anderthalb Stunden habe ich sie hingeschafft. Ein Relikt, ja, das kann sich sehen lassen. Ein Artefakt. Ja, das kann sich sehen lassen. Aber weiter. Werden wir dann erstmal nächstes Mal spielen. Ich spiele jetzt weiter Stab der Wahrheit. Ich habe es jetzt letztens gekriegt. Das ist ziemlich lustig. Und ihr müsst euch gedulden. Bis dann. Und wünscht der deutschen Mannschaft Glück. Nee, das Halbfinale. Ja, wünscht den Deutschen Glück im Halbfinale. Ich glaube daran, dass sie da sind. Ja. Bis dann.